So sagen, das hat in meiner Kindheit schon angefangen. Ich habe ja damals mit Judo angefangen, wie einige von uns bestimmt auch. Und irgendwann kommt man an die Phase, wo man richtig geärgert wird vor seinem Trainer und man sich schwört, wenn man irgendwann selber mal eine Schule aufmacht, macht man alles anders. Man wird eines Besseren belehrt. Und im Laufe der Jahre, als ich dann Sensei Kern kennenlernte und die traditionelle Seite der Kampfkunst kennenlernen durfte, baute sich ein Traum auf, den man dann irgendwann versucht zu realisieren. Es ist nicht einfach gewesen. Wir hatten lange gesucht, bis wir etwas gefunden haben, wo wir jetzt heute sind. Und es war sehr mühevoll, das umzubauen. Und wir haben dann damals mit 7 Leuten angefangen, mit 10 Leuten den Verein gegründet und mittlerweile sind wir über 20 Mitglieder und ich hoffe, es werden mehr werden in unserem Fall. Ich selbst praktiziere aktiv Jaido, muss ich mit dem Eshimryo Jaido, habe mit Aikido auch angefangen, bei Sensei Kern. Und ja, ich hoffe, wir haben alle Spaß und es wird viel Programm geben, einmal für die Gruppen, die hier im Dojo selber ansässig sind und des Weiteren die geladenen Gruppen, die ich dann im Anschluss nacheinander vorstellen werde. Von meiner Seite her ist gut gesagt. Ich übergebe jetzt erst einmal das Wort an Sensei Kern. Er ist unser Dojo-Joe. Und dann mache ich mir die offiziellen Worte.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich möchte Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich deswegen sehr viel, weil Neubeginn ist nämlich immer etwas, was ganz fantastisch und phänomenal ist. Ich mache es praktisch seit 50 Jahren wieder. Und ich habe schon sehr viele Dojos gegründet, nicht nur Dojos, sondern eben auch Bundesver- und Landesverbände. Und also in der Szene eigentlich richtig zu Hause. Ich komme eigentlich aus einer europäischen Waffentradition. In meinem ursprünglichen Sport war Fechten. Und da war ich ganz fanatisch. Und wie das dann so ist, baut sich dann plötzlich eine Linie über Judo zu japanischen Traditionen auf. Und ich habe dann also das Buch in die Hand bekommen, Zen in der Kunst des Bogenschützens. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich das unbedingt machen wollte. Nur machen wollen und machen können, sind bei uns immer meistens etwas schwierig. Weil dazu muss man eigentlich das hier wieder haben. Das war zu dieser damaligen Zeit nahezu unmöglich. Das war so ähnlich, wie der Breites auch gesagt hat, man hat einen Traum. Und den hat man natürlich umgesetzt. Und der Traum war natürlich schon auch, dass man ein wirklich echtes Dojo hat. Und im Laufe dieser Zeit hat es mich natürlich dann dahin geführt, dass ich insgesamt seit 1963 bis dato 34 Mal zu Studienreisen in Japan war. Ich wollte es genau wissen. Ich wollte an die Quellen des Budo herankommen. Und ich hatte Glück. Ich habe fantastische Lehre gefunden und das hat mich also gestärkt, praktisch in diese Linie weiterzugehen. Und es ist natürlich noch dann in diese Richtung läuft, dass man dann plötzlich der Lernende in Japan plötzlich dazu aufgefordert wird, bei großen Budo-Galas in Tokio dann Aikido demonstrieren zu dürfen, dann bestätigt sich etwas und man ist auf einem guten Weg. Und diesen guten Weg, den möchte ich natürlich also hier weitergeben, so wie ich es also aus meinen japanischen Senseis kennengelernt habe. Einfach deswegen. Die Tradition beinhaltet mehr als nur, dass man sich an irgendwelche Abläufe gewöhnt und die nur vollzieht, sondern man muss sie leben. Und dann gewinnt man etwas für sein eigenes Leben. Und es ist ganz wichtig, dass dazu natürlich das Umfeld, in dem man lebt, eben auch entspricht. Das Ambiente ist von größter Bedeutung. Wir messen dem zu wenig zu. Aber das Ambiente läuft wie ein Film im Hintergrund. Es bestimmt einen. Es fördert die Konzentration des Übens. Und im Aikido gehen wir sowieso generell einen komplett anderen Weg, als wir sonst in den Kampfkünsten. Wir haben keinen Wettkampf. Wir können uns nur verteidigen. Aber wenn wir verteidigen, dann bleibt kein Auge trocken. Das heißt, Martial Art bedeutet hier, ich setze mich zur Wehr, aber unter Berücksichtigung, dass ich den anderen nicht verletze. Sondern ich mache ihm nur bewusst, dass Gewaltanwendung nicht der Rat zu letzter Weisheitsschluss ist. Und das war natürlich etwas, was also auf meiner Linie sowieso passt. Dazu will ich ein bisschen etwas vom Begründer noch sagen, was er unter Aikido eigentlich versteht, nicht nur an meinen eigenen Worten. Sondern der Begründer war fasziniert von den Budo-Künsten. Er formuliert es einmal so, ein Kampf, immer wieder Kampf zeigt, dann muss man nach 4000-jähriger Geschichte darüber nachdenken und diesen Zyklus unterbrechen. Man muss allerdings so realistisch sein, dass es immer welche gibt, die einem attackieren. Und dann gewinnt es sich, zur Wehr zu setzen. Und ich werde das jetzt noch einmal widersetzen. Da das japanische Wort Ei sowohl für Harmonie als auch für Liebe steht, beschloss ich, meine unvergleichliche Budo-Kunst Aikido zu nennen. Obwohl das Wort Aiki ein sehr altes Wort ist, dieses Wort wurde von den Kriegern in der Vergangenheit benutzt, jedoch in einer Bedeutung, die grundlegend von der Bedeutung unterscheidet, die ich dem Wort gebe. Aiki ist keine Technik, um den Feind zu bekämpfen oder zu besiegen. Es ist der Weg, die Welt zu versöhnen und aus den Menschen eine Familie zu machen. Das Geheimnis des Aikido ist es, sich mit Bewegungen des Universums in Einklang zu bringen, mit ihm zu harmonisieren. Derjenige, der das Geheimnis des Aikido erfasst hat, trägt das Universum in sich und muss sagen, ich bin das Universum. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit einer inneren Haltung, die wir am Tag leben können. Und im Aikido lernen wir, dass wir zu einer Einheit verschmelzen. Bewegung und Atmung und alles, was uns ausmacht,
das gut für uns, für Körper und Geist ist, das pflegen wir in der Kirche. Und deswegen freue ich mich, hier diesen Raum durch die Initiative von Peter Breit gefunden zu haben, damit dazu beizutragen, dass wir hier einen Weg und einen Ort finden, wo wir das umsetzen können. Vielen Dank. Okay, dann möchte ich als nächstes bitten, den Vertreter vom Bayerischen Landessportverband ein paar Worte an uns zu richten. Unser Verein hat sich ja um Mitgliedschaft beworben. Vorsicht. Ja, wenn ich also angesprochen bin, darf ich mich also gleich vorstellen. Mein Name ist Walter Köhler. Ich bin der regionale Vertreter des Bayerischen Landessportverbands. Das heißt, das Haus aller Sportfachverbände. Und gestehe gleich zu Anfang, ich wusste nicht, was diese Sportart ist oder was es bedeutet. Ich muss also sagen, im Zeitraum der Olympischen Sommerspiele passiert es öfters, dass man mit neuen Sportarten konfrontiert wird, und so ist es mir heute also auch wieder gegangen, oder als ich die Einladung erhielt. Ja, Sie haben sich um die Mitgliedschaft im Bayerischen Landessportverband beworben. Der Weg war nicht der richtige, und deshalb habe ich also auch jetzt nicht die berühmte Mitgliedsurkunde, mit der ich Sie als 120. Sportverein im Sportkreis Fürth, das ist die Region Stadt Fürth und Landkreis Fürth zusammen, Sie sind also der 120. Mitgliedsverein im BLSV Sportkreis Fürth. Ich hätte Ihnen gerne die Mitgliedsurkunde überreicht, aber das kann man ja nachholen. Trotzdem, mit leeren Händen wollte ich nicht kommen. Ich hatte gewusst, dass Sie hier einen neuen eingerichteten Dojo, ist das so wichtig, haben. Und ja, ich glaube, da ist vielleicht noch manche unbezahlte Rechnung vorhanden, mit der Sie da nachschieben können. Aber nein, gedacht ist es natürlich in erster Linie für die Jugendarbeit. Und ich sehe genügend, oder ich sehe doch auch junge Leute, sehr junge Leute, die hier an mir mitmachen. Ich freue mich, also recht herzlich begrüßen zu können. Ich freue mich auch. Recht herzlich begrüßen. Versucht mich anzugleichen, sehr schön. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir diese Räumlichkeiten hier von nicht mit Schule betreten. Das ist heute eine Ausnahme. Also wer Schule anhat, darf sich geehrt fühlen, dass er diese Halle mit Schule betreten hat. Weil normalerweise ist das nicht so der Fall. Ja, Stichwort Kinder, Sie haben es gerade gesagt. Als wir den Verein hier vor 2 Monaten auf die Füße stellten, haben wir natürlich auch eine Kindergruppe gegründet, unsere sogenannten Aikizuru Kids. Ich möchte dazu bitte die Trainer auf die Matte bitten. Und nehmt euren Karton bitte mit. Ach so, ja. Jawohl. Jeder Verein lebt vom Nachwuchs. Und unsere Aufgabe als Trainer, egal aus welcher Sparte jetzt sie kommen, sind immer froh, wenn es einen Nachwuchs gibt. Und wir haben uns zur Gründung überlegt, dass jedes neue Kind, was bei uns anfängt und dabei bleibt, auch einen Anzug zur Verfügung kriegt, vor uns gestellt, und haben heute ganz offiziell an ein paar Kinder, die heute da sind, viele sind ja jetzt in der Urlaubszeit, uns überlegt, ganz offiziell die Anzüge zu übergeben. In Respekt und Anerkennung der ganzen anwesenden Meister, High-Rank-Meister, ihre Anzüge bekommen. Und dabei möchte ich auch, dass René und Thomas sich selber kurz vorstellen von unserer Kindergruppe. Bitte. Ja, mein Name ist René Funke, ich bin 44 Jahre alt, habe 3 Kinder. Meine Tochter, mein Jüngstes, heute hier, Melina.
Ich bin seit ungefähr 2008 als Kindertrainer tätig, vor einem anderen Verein, aber jetzt in Zusammenarbeit mit Peter bin ich hier mit eingestiegen. Und Kindertraining ist eigentlich mein Favorit. Also es gibt nichts Schöneres als mit Kindern zu trainieren. Einfach so. Ja, ich bin der Thomas Hinter, ich bin 56 Jahre alt, ich habe zwei erwachsene Töchter. Ich praktiziere Aikido seit 1998 und bin jetzt auch mit dem Dojo hier jetzt in Verbindung gekommen und bin Neuling als Kindertrainer. Ich bin quasi zunächst erst einmal als Assistent von Remy, aber ich werde auch weiter ins Kindertraining selber selbstständig übernehmen, wenn er nicht da ist. Und ich freue mich darauf auf die Aufgabe. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute. Auch nicht. Kommen wir nach vorne, eine unserer Kinder. Wo sind die anderen? Kommt mal her zu uns. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen richtigen Boden. Ja, wenn er ein bisschen zu groß ist, dann nehmen wir ihn um, aber du wächst ja schon rein. Ne? 150, glaube ich, haben wir gesagt. Ne? Oder 150? 150 muss auch nicht sein. 150? Ja. So, die Kinder, die jetzt nicht da sind, die bekommen ihren dann ganz normal ins Training. Okay. Ja, Spaß damit? Ich hoffe. Ihr habt viel Spaß. Ihr seht, es gibt viele große Meister. Vielleicht habt ihr irgendwann mal die Gelegenheit, hier zu stehen. Ja? Ich hätte gesagt, wenn ihr dann später euren Augen zieht euch um, sagt euren Augen zu. Na, passt schon dann an, der hält sie an. Okay, gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, bis gleich dann. Es gibt noch eine weitere Assistentin, das ist die Nadine Berger, die ist aber seit heute Nacht im Urlaub unterwegs. Aber vielmehr, sie versucht in Urlaub zu kommen, sie steht nämlich schon seit längerer Zeit in Kroatien im Stadion. Die kann leider heute nicht da sein. Es ist natürlich auch so, dass wir mit internationalen Verbänden in Kontakt stehen. Und ich möchte dazu jetzt als Vertreter Sensei oder vielmehr Shihan Walders Migelski seinerseits, er wird sich dann selber noch vorstellen, der unsere Botschaft übergeben hat oder übergeben will. Bitte schön. Ja, mein Name ist Walters Migelski. Ich mache seit 48 Jahren Karate und möchte mit Peter etwas mitzunehmen. Ich möchte das große Kapitel. Im Namen der UNAF Japan, der traditionellsten und ältesten japanischen Bundesverbände, in der Peter auch angehört. Und es ist natürlich schön zu sehen, wie die Judo-Sportarten sich verbreiten, wenn ein neues Dojo eröffnet wird, bis in die Menge getragen wird. Ich möchte natürlich auch das Judo-Training bei euch hervorheben. Eine ganz wichtige Sache, weil das ist die nächste Generation der Judoka, der Aikido-Kämpfer, der Leiterkämpfer, der Karate-Kämpfer, die unser Wissen weiterbringt. Wir stehen in einer alten Tradition mit den japanischen Meistern. Und wir haben die Verpflichtung, diese Tradition an die Jüngeren weiterzugeben, unsere Erfahrungen weiterzugeben, unsere Wissen weiterzugeben. Und das sind wir in so einem Dojo machen zu dürfen, das glaube ich so die Krönung und die Aufgabe. Ja, und ich freue mich, dass ihr das deinen Traum gelegt habt und hoffe, dass es mal eigentlich ist. Danke. Ja, vor einigen Jahren haben wir dann auch noch einen weiteren Verband gegründet, die Kobusai Budo Koenkai, wo ich unter anderem die Sektion Jaido leite, Sensei Kern die Sektion Aikido leitet, Sensei Walders Migelski die Sektion Karate leitet
Das Präsidium des KBK ist heute auch anwesend. Zum einen der Präsident, Sensei Matthias Spranger, den ich dann auch gleich nach vorne bitten möchte. Des Weiteren gibt es Sensei Feldmann, der der Vizepräsident der KBK ist. Und zum Rest komme ich aber dann später noch. Ja, also auch von meiner Seite, sprich von unserer Seite, KBK Gesamt, wünschen euch alles, alles Gute. Ihr habt hier einen wahnsinnig tollen Trainingsraum geschaffen. Ich hoffe, dass euch das Training immer viel Spaß bereitet, ja, dass viele Mitglieder kommen. Und einen Wunsch habe ich für euch, und der ist, dass der Raum bald zu klein wird. Ja, einfach im Positiven, weil der Verein so wächst, weil sich so viele Leute für unsere Kunst interessieren und einfach so viele Mitglieder kommen und hier üben und lernen wollen. Das ist mein Wunsch an euch, dass der Raum zu klein wird. So, und jetzt stehe ich noch in Alexander, in einer weiteren Eigenschaft hier, und zwar als Dojo-Leiter des Shotokan Karate Hombudo Shaolin-Ting. Wir haben uns gedacht, um diesen Anlass gebührend zu feiern und euch eine kleine Freude zu machen, gibt es ein kleines Gastgeschenk. Vielen Dank für die Einladung. Und müsst ihr halbe machen. Okay, vor die offiziellen Repräsentanten haben wir es jetzt. Ich habe jetzt noch des Weiteren befreundete Dojos vorzustellen. Ich fange jetzt einfach in der Runde an. Matthias Spranger hat es ja schon im Auftrag der Katapulente gemacht. Mich freut es sehr, weil wir regelmäßig alle Jahr nach Lending immer runterfahren. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß. Und machen dort miteinander einen sogenannten Bubenlehrgang. Sensei Walters Migrenz ist ja auch immer mit dabei. Und es ist uns auch eine Freude, dieses Jahr wieder mit runterzufahren. Und ich hoffe, wir können auch für unsere Kinder mitnehmen. Sie haben eine sehr große Kindergruppe dort unten. Aber das werden wir dann bei uns im Verein noch später klären. Ich mache in der nächsten Reihe weiter. Ich begrüße bei uns recht herzlich Sensei Peter Tüchen und Sensei Thomas Queck. Ich spreche jetzt mit Sensei an, weil er ja eigentlich bei Vertreter ist, wenn du unterwegs bist. Und ich möchte euch bitten, dass er euch selber vorstellt. Mein Name ist Peter Hütting. Ich leite das Jägerdojo in Regensburg. Ich betreibe die Dojo seit 1971. Meine Hauptdojo-Sparte ist eigentlich Karate. Und seit mittlerweile 12 Jahren bieten wir in Regensburg im Ortsstädt in Eschnau. Das ist eine der traditionellen Stilrichtungen, wie sie auch hier in der Naturwand dabei sind. Aber wie gedacht, dem Thomas Queck, mein Chiban, meine rechte Hand, der das deutsche Urlaub, den ich immer gelegentlich beobachte, der in Afghanistan und so weiter. Wir beschäftigen uns. Dankeschön. Ja, dazu gibt es noch eine Kleinigkeit. Wo wir mit Sensei Bilin machen müssen. Peter, ich darf dich kurz zu mir bitten. Hier. Jetzt muss ich noch was holen. Ich darf kurz hier nicht sprechen. Ich habe Sensei Bilin vor ein paar Jahren über Internet kennengelernt. Darf ich das jetzt sagen? Oder? Du hast alles gesagt. Er ist Buchautor und hat deutsche Buchserie rausgebracht über das Museum für den Asian-Video. Ich habe mir dann die Frechheit erlaubt, wieder zu kontaktieren. Und wir haben eigentlich ziemlich schnell eine Basis miteinander gefunden und es ist da eigentlich eine gute Freundschaft entstanden. Und wir fahren auch regelmäßig immer zu Peter in sein Dojo runter. Er war jetzt auch schon bei uns zu Gast. Er war damals bei der Einweihungs
Feier, die wir schon vor Monaten hier veranstaltet haben, extra nur für die Helfer, weil ich konnte das ja nicht alleine umbauen, und zur Dojo-Gründung. Und da haben wir Sensei Peter Püding mehr oder weniger mit einem Messer auf der Brust dazu verdonnert, bei uns Ehrenmitglied zu werden. Und unser Dojo hat sich natürlich in das weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eine Ehrenurkunde für Sensei Püding zu übergeben. Ich darf Edmund bitten. Als Ehrenmitglied. Es wird nicht der letzte sein. Wir werden mit Sicherheit noch mehrere aufnehmen, vor allem alle, die sich in dem Bereich traditionelle Kampfkünste bewegen oder hier in diesen Räumlichkeiten traditionelle Kampfkünste trainieren möchten. Weil das ist die Grundphilosophie für das, was dieses Dojo entstanden ist. Und ich denke, wir werden so weitermachen wie bisher und uns noch intensiver austauschen. Auch mit anderen Gruppen sind wir heute genügend da. Recht herzlichen Dank. Ich habe noch was, Stichwort Messer auf die Brust. Das in Japan nicht verschicken, da keine Messer, aber wir sind hier ein bayerisches Dojo. Deswegen weiß was auch was da drin ist, da nicht scheiß. Da hat immer ein Sekundenschutzwert. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank. Im Namen des Schweizer. Okay, dann mache ich in der Runde weiter. Ja, weil das Migelski als Vertreter der Nissankai Oshogyo-Gruppe, wir haben ja schon viele Seminare miteinander gemacht, weil das Migelski hat sich das selber schon vorgestellt. Wir sehen dann auch noch eine Darbietung von ihm. Ich denke, wir können dann weitermachen mit Alexander Frei. Bitte. Stell dich selber vor, steh auf. Ja, also Alexander Frei, ich mache auch Jaido. Ich komme vom Verein Sanshin Kampfkunst in Nürnberg. Und wir haben uns jetzt bisher ja immer über das Internet eigentlich beobachtet, sozusagen. Das ist immer ganz interessant, was sozusagen in der Region auch noch auch an Mitstreitern so läuft. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich das hier mal, dass ich dabei sein kann. Schön, freuen uns auch, dass du da bist. Dann, man sieht sie nicht an. ich möchte Pater Linus begrüßen. Er selber ist Mönch in der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Bitte, stell dich selber vor. Ja, also, wie gesagt, bin ich Mönch. Ganz kurz, was macht ein Mönch nicht? Was so ein bisschen auch von der Lebensweise zu tun hat, die Stille und auf sich zu nehmen, und dann kann dann doch einiges entstehen, und in manchen Orten kann dann sogar Kulturland entstehen aus dieser Kraft heraus. Und das Schöne ist, mein Vorgängerabt kannte eben Aikido und hat mich dann auch gegen Ende meines Studiums und dann, als ich dann im Internat und Schule tätig war, mit Aikido anfangen lassen. Und ich war dann lange in einem in unserem Abgängerhaus in Damme oben im Oldenburger Land, und seit 8 Jahren bin ich hier wieder runtergekommen in unser Abtei, den Verlag übernommen, und habe dann da Sensei Edmund kennengelernt, der damals einmal in der Schule Aikido unterrichtete, praktizierte. Und wir haben ein Rekollektorhaus für Leute, die in der Pastoral tätig sind, also Pfarrer, Pfarrerin oder viel mit Menschen zu tun haben, aber ausgebrannt sind. Und da hat es eben einen sehr gut therapeutischen. Und da bin ich eben dankbar, dass Edmund das auch weitermacht. Und da bin ich so ein bisschen so sein Atlatus eben dann da auch mit dabei. Wir haben es
vielleicht schafft, wir sind gleich durch. Als nächstes möchte ich ganz herzlich begrüßen Sensei Jürgen Feldmann aus Lünen. Hat die weiteste Anreise gehabt. Es freut mich sehr, dass er mit einer großen Gruppe hier angekommen ist. Bitte stell dich selber vor. Ja, guten Tag, mein Name ist Jürgen Feldmann. Einige kennen mich vielleicht vom Sehen, einige kennen mich noch nicht. Ich bin Vizepräsident in der KDK im Bereich Prüfungen und Lizenzen seit 2013. Sensei Kern hat mich dazu animiert, im Verband tätig zu werden. Ja, seitdem bin ich öfter im Frankenland. Ja, ich habe aufgepasst, obwohl wir ja eigentlich mehr so Ruhrgebiet sind. Ich habe von Peter dann gehört, dass er hier ein neues Dojo aufmacht und tatkräftig am Arbeiten hat. Das Ergebnis ist einfach nur ein Traum. Da kommt eigentlich jeder Budoka von, ein eigenes Dojo mit allem drum und dran. Die ganze Mannschaft muss eigentlich gelobt werden, die hier tätig war, weil in der Zeit, wie ihr das hochgezogen habt, ihr habt die Bilder ins Netz gestellt, das ist gut ab. Also da muss ich sagen, habt ihr alles richtig gemacht. Außerdem, lieber Peter, lieber Edmund, haben wir noch was vor. Willst du was? Willst du? Also umziehen wollen wir noch. Denke mal, ihr könnt den Inhalt gebrauchen. Jetzt darfst du ein bisschen da noch herzlichen Dank. Stellt euch vor, Anna, für euch übernimmt das Kommando. Ich bin der Manfred Hiller, ich komme aus dem Dojo Bad Kreiburg. Das ist 1986 mit Hilfe von Edmund gegründet worden und hat das Dojo mit Rat und Tat begleitet und für den Aufbau Maßstäbe gesetzt, also auch die Sichtweise, wie man da rangehen sollte. Ich mache seit 1993 ein Kilo und Sensei Edmund Kern begleitet mich seitdem beständig. Dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und dann habe ich was gemacht dabei. Ich bin der erste Vorsitzende, das ist der Deutsche Show. Und wir haben auch ein Geschenk für euch, aber jetzt ein Gemeinschaftsgeschenk, ein Rüster zusammen. Und vielleicht stellst du dir noch ganz kurz vor. Mein Name ist Günter Schoni, ich bin deutscher Schoni in Aikido in Kontrollingen. Und ich habe das Glück, seit 13 Jahren von Edmund in meiner Aikido-Laufbahn begleitet zu werden und gefördert zu werden. Ich habe an der Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön. Und ansonsten möchte ich mich natürlich bei dir, Peter, und bei allen anderen für euren Verein für dieses herrliche Dorfer beglückwünschen. Und wir haben ein gemeinsames Präsent für euch. Und haben wir uns gedacht, da wir ja nicht nur für eine Disziplin sprechen wollen, wir wollen den Geist und die Philosophie, der diese Folge begleitet, einfach mal festhalten. Ja, herzlichen Dank. Sehr schön. Wollen Sie? Ja, kommt immer gut. Das ist ja den Sinn, was wir hier bezwecken. Also wir wollen hier einen regen Austausch haben mit den Budo-Künsten. Also nicht nur das, was wir hier selber praktizieren, sondern jederzeit alles andere mit aufnehmen, auch mit anderen Stilrichtungen uns austauschen, weil wir gehen alle gemeinsam an den Weg des Budo. Und da spielt Konkurrenz oder darf Konkurrenzdenken keine Rolle spielen. Und deswegen, wie seht ihr, das breite Spektrum ist anwesend.
Als nächstes möchte ich bitten, an David sich vorzustellen. Hallo, mein Name ist David Sklosch. Ich praktiziere jetzt seit ca. 20 Jahren bei Aikido. Ursprünglich wurde das in der Dojo auch von Edmund gegründet. Seit ungefähr 17 Jahren circa leiten wir das Dojo zusammen mit meinem Bruder Lukas, von dem noch Matthias und Nadine. In unserem Namen auch alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Ja, auch ein kleines Präsent. Jetzt gehen wir mal ganz konkret. Ach, jetzt weiß ich, wie ich mich mitnehmen kann. Ich habe mich verrückt. Also als Förder ist man mit Lambert immer recht im Clinch, aber in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme damit. Es ist das Dojo aus dem TSV Altenfurt, mit denen wir auch eine enge Kooperation machen werden im Austausch wegen Sensei Kan, miteinander zu trainieren, vorwärts zu kommen in den verschiedenen Bereichen. Einige von Ihnen trainieren auch bei uns Jaido. Ich hoffe, wir können das in Zukunft noch weiter ausbauen und wir werden es auch weiter ausbauen. Und es freut mich, dass er da seid. Viele kennen ja noch, wie ich mit dem Aikido angefangen habe. Tut es immer noch leben? Nee, nicht mehr. Gut, ja, auch recht herzlichen Dank, freut mich sehr. Als nächstes möchte ich jemanden vorstellen, was relativ kurzfristig war und für uns hier völlig neu ist. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben schon mehrmals den Verband angesprochen, die Kokusai Budo Koenkai. Und es gibt eine Gruppe aus Bayreuth, die Interesse bekundet hat. Wir haben dann uns kurzfristig zusammengeschlossen, der Herr Sensei Spanner und ich. Und haben gesagt, Mensch, wir nutzen die Gelegenheit und laden sie uns hier zu uns ein. Das ist die beste Gelegenheit, viele Budokas kennenzulernen, auch welche, die im Verband sind, oder vielmehr die meisten sind im Verband. Ich möchte euch bitten, selber kurz vorzustellen. Mein Name ist Michael Warnert. Wir repräsentieren den Taiyokan Bayreuth, der wurde 1998 gegründet. Selber habe ich begonnen mit 10, also 1974 mit Judo. Es gab damals Judo und Karate im Angebot und habe dann mit 18 Jahren zum Jiu-Jitsu gekommen und ja, hatte auch sehr enge Verbindungen immer mit Sensei Peter Klein, über viele Jahre, der wurde 1992 kennengelernt und den Stil, den wir jetzt üben, haben wir 2005 in Italien kennengelernt und sich von Taiyoshi Ryu. Ich möchte später zum Stil bei der Vorführung etwas genauer sagen, das sogenannte Sugo-Bundo, das also aus mehreren Disziplinen besteht, die aber alle in einer Linie sich bewegen. Und ja, ich habe auch gedacht, das ist eine schöne Gelegenheit, uns jetzt kennenzulernen. Ja. Und freue mich dann auf die Vorführung. Darf ich herzlich gratulieren, auch im Namen von unserem Deutschen, für dieses wundervolle Buch. Dankeschön. Und wünsche euch viel Erfolg und ja, viel Wachstum und vielleicht auch gemeinsames Wachstum. Würde uns sehr freuen. Ich gucke mich jetzt noch in die Reihen um. Ich kenne jetzt noch jemanden als Zivilist getan, dann Ameis. Ich begrüßen möchte, dann vielleicht mit selber kurz mal was sagen. Du bist ja aus dem Dojo da. Ja, ich bin zwar heute offiziell, aber mein Name ist Bernd Ameis und ich bin also Dojo in Ludwigshafen
und bin einfach hier befreundet und bin jetzt von Ludwigshafen hergekommen. Wo viele sagen, ach, so eine Weile Fahrt wegen so einer Öffnung, aber auch so eine Fahrt ist ein Geschenk für mich. Freuen uns auf die Fahrt. Es gäbe noch einen Mann, den ich vorstellen müsste. Er hat mich aber gebeten, dieses nicht zu tun. Das ist mal gesagt, der Jugendtrainer, um nicht wieder zu sagen. Aber es freut mich sehr, dass er da ist, weil das war eigentlich der erste Schritt in Richtung des Kudo und hat er mitgeprägt. Wobei das, was ich da am Anfang gesagt habe, mehr als Metapher zu verstehen ist, nicht, dass jetzt da interne Kriege ausbrechen. Ganz recht herzlichen Dank, dass er auch gekommen ist. Noch eine Frage in die Runde. Alle kann ich nicht kennen. Ist noch jemand da, der aus der Kampfkunstszene kommt und sich vorstellen möchte? Wir sind ganz offen. Nein? Keiner mehr? Ja, dann bleibt mir eigentlich bloß noch eins zu sagen. Ich wünsche uns viel Erfolg, dass wir schöne Vorführungen zu sehen kriegen. Wenn dann die Vorführungen vorbei sind, ist die Matte zum Training freigegeben. Edmund hat sich angeboten, als erstes hier eine Runde Aikido mit anzubieten. Vielleicht findet sich der eine oder andere noch, der die Gelegenheit nutzen möchte. Ansonsten ist draußen Speise und Getränke. Die sind frei, ist kostenlos, darf sich jeder bedienen. Er darf aber auch eine kleine Spende in die Kasse mit reinschmeißen, weil man weiß aus Erfahrung, so dass es nicht ganz günstig. Des Weiteren haben wir auch an der Ecke vorne ein sogenanntes Gästebuch ausgelegt. Da kann sich jeder eintragen, wenn er möchte, und seine Grußbotschaft hinterlassen. Lasst er da bitte die Kugelschreiber da. Es gibt noch einige Namen, bevor wir ins Programm einsteigen, die ich noch erwähnen möchte. Als allererstes unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung, der sich entschuldigen lässt, er ist im Urlaub. Er war hellauf begeistert mit dem, was er von mir zu zeigen bekommen hat, was dieses Dojo betrifft. Und speziell Sensei Kern ist ja in der Stadt bekannt, er ist ja Träger der goldenen Bürgermedaille. Und es tut mir herzlich leid, dass er nicht kommen kann, aber er überbringt uns seine besten Glückwünsche und vor allem viel Erfolg. Und er wird die Gelegenheit nicht verpassen, ihn nochmal vorbeizugucken. Vor allem, weil er Interesse daran hat, unsere Samurai-Rüstung für den nächsten Fallzug immer Fasching eventuell auszubauen. Wir werden sehen, was passiert. Es wäre uns eine Ehre, wenn er das tun würde. Vor allem, weil dann könnte er mal in Söder endlich Konkurrenz machen. Des Weiteren gab es noch Einladungen von der Sensei Ines Kunstwitz aus Freiburg, die leider nicht kommen konnte, aus Familie- und Krankheitsgründen. Sie gratulieren uns ganz herzlich zu unserem Dojo, hat uns auch ihre Glückwünsche überbracht. Und was mir eine ganz besondere Ehre ist, Sensei Yamaguchi hat uns eine Postkarte geschrieben, dass er leider nicht kommen kann, weil er beruflich behindert ist, wird aber auch uns irgendwann im Dojo besuchen, weil er beruflich ab und zu in unserer Region ist, was mir eine sehr große Ehre wäre. Die Jaido-Kämpfer können mit dem Namen eher was anfangen. Sensei Yamaguchi ist der Sohn vom legendären Katsu Yamaguchi, der auch Mitbegründer der Imafilm war und dort als Mädchen Jaido repräsentiert hat, was uns natürlich eine sehr große Ehre ist, dass er uns vertreten wird. Dann Sensei Dr. Neusser lässt sich entschuldigen. Sie hat gerade selber einen Lehrgang in Österreich, in Oponitz. Sie ist der Branchdirektor der IMAF Österreich und unterstützt uns in der Beziehung immer auf dem aktuellsten Stand des 23. Soke des Asian Rio Jaido zu sein. Manchmal nicht immer einfach, aber trotz alledem. Das ist die Vielschichtigkeit, die wir damit verbinden. Weiter haben wir noch die Frau Eva Göttlein,
für einige ist der Name ja Begriff. Sie hat in Fürth die legendären Kirschblütenfeste veranstaltet. Leider finden diese nicht mehr statt, aus Geldmangel. Sie kann heute auch nicht kommen, da sie auch im Urlaub ist. Gratuliert uns aber ganz herzlich zum eigenen Dojo und hat uns garantiert, wenn irgendwann so eine Veranstaltung wiederkommt, wird sie auf unseren Verband zurückkommen, um dort die würdigen Vertreter des Budo zu finden, die ja den Geist für so eine Veranstaltung nach außen hin vertreten. Und mir hat es sehr gut gefallen, da möchten wir nochmal das Lob an Herrn Spranger und Sensei Smigelski ausrichten für die tolle Vorführung, die er das letzte Jahr auf dem Kirschblütenfest gemacht hat. Ganz große Geschichte gewesen, vor allem weil er kurzfristig eingesprungen sei. Dann lässt sich das japanische Generalkonsulat in München entschuldigen. Der Vertreter musste kurzfristig absagen, weil er noch einen anderen Termin reingedrückt hat, wie es oft so ist. Andere offizielle Veranstaltungen gehen natürlich vor, aber auch dahingehend bedanken wir uns für die Glückwünsche und dass wir uns trotz alledem nicht vergessen haben. So, ich denke, ich habe alle genannt. Sensei Kern? Ja? Weißt du noch? Da ist es immer schwierig, da noch den Überblick zu behalten, vor allem wenn man keinen Zettel nicht hat. Ich hätte gesagt, wir fangen mit den Vorführungen an. Ich möchte euch bitten, noch etwas Platz auf der Matte zu schaffen, damit wir nicht kollidieren. Thank you.
machen. Wir hier beginnen mit einer kleinen Demonstration, möchte ich ein paar Dinge zum Agile dazu sagen, um eigentlich das eine oder andere besser verstehen zu können. Im Aikido legen wir es nicht darauf an, mit jemandem in den Kampf verwickelt zu werden. Im Aikido führen wir den Kampf ad absurdum. Was ich vorhin schon sagte, der Begründer hat aus ganz persönlichen Gründen natürlich sich darüber Gedanken gemacht, was passiert denn hier auf der Matte. Was passiert in einer Konfliktsituation? Und war das so realistisch, wenn ich sage, okay, wir gehen davon aus, es gibt halt jemanden, der mich attackiert und genügt sich, gegen den zur Wehr zu setzen, um ihn aber nicht zu verletzen, aber ihm ganz deutlich zu machen, du kannst mich zwar angreifen, aber zieh dich warm an. Das heißt, dafür entsteht dann kein Spaß mehr. Wir weichen aus. Das ist unsere erste Prämisse, die wir umsetzen. Wir gehen nicht gleich zu einer Technik über, sondern wir testen. Und dann kontrollieren wir. Wir werden jetzt so ein paar verschiedenen Dinge versuchen zu demonstrieren, was wir eigentlich da tun. Ausgangspunkt ist das Schwert. Das Schwert hat die Geschichte Japans geschrieben und Aikido entstand aus den Kenntnissen der Samurai, die sich überlegt haben, was tue ich, wenn ich kein Schwert dabei habe und ein Schwertträger attackiert mich. Das die Wurzeln. Und die Ursprünge sind über 800 Jahre alt und in dieser Zeit hat sich das natürlich weiterentwickelt. Bis dorthin, bis dann praktisch Anfang der 40er Jahre, praktisch durch den Begründer hier, das ganze System, das heute die Aikijutsu umgeformt war, ist und hat die gefährlichen Griffe rausgenommen, hat gesagt, aber ich kann nicht verteidigen. Wir beginnen deswegen zunächst einmal mit den Waffen, weil die Waffen sind eigentlich die Elemente, mit denen die Samurai exzellent umgehen konnten. Hey! Ha! Hey! Hey! Beschäftigen ist der Schuh, ein Wanderstab. Thank you.
Hey! Waffen zur leeren Hand. Schau mal das. Verständniskraft spielt keine Rolle. Alter spielt keine Rolle. Sondern ich muss ein Gespür für Bewegung haben. Ich nehme die Bewegung des Angreifers auf. Ich versuche es jetzt mal zu erklären. Das ist ein Wanderstab. Damit haben sich die Wandergebirge oder die Mönche, die gegenüber aufnehmen, für die Samurai zur Wehr setzen. Fick dich ab! Thank you.
Wir haben jetzt so ein bisschen Ausschnitt gezeigt, was unser Programm so im Großen und Ganzen in groben Zügen darstellt. Mit Waffe, ohne Waffe, in Kombination auf unterschiedliche Art und Weise. Flexibilität ist das wesentlich Wichtigste, das wir natürlich auch anstreben. Eine Verbindung zwischen Körper und Geist und Atmung auf optimalste Weise herzustellen. Und dazu dienen wir in unseren praktischen Waffentechniken, weil sie eigentlich dazu dienen, perfekt wirken zu können. Bevor ihr erwachsenen Mustern euch wieder zu lernen, Sensei kann, steht gern zur Verfügung. Und es ist beachtlich, man sieht das andere gar nicht an. Das ist verraten. Ja, Sensei kann ist 83 Jahre alt. Ja. Natürlich, wenn man in einer bestimmten Position ist, wie Sensei kann, muss man auch nicht auf der Marie rumfallen. Aber dennoch, trotzdem ist es eine beachtliche Leistung, sie nehmen einfach noch so Demonstrationen zu geben. Recht herzlichen Dank. Und wie gesagt, wer Interesse hat, auf unserer Homepage oder im Flyer, kann er jederzeit einmal vorbeischauen und kann sich den versuchen. Als nächstes haben wir unsere Kindergruppe. Es ist folgendes: Die Kindergruppe hat neu begonnen, wie wir uns hier gegründet haben. Das heißt, technisch sind sie natürlich noch nicht so versiert wie die Großen. Dennoch bin ich der Meinung, es ist eine Würdigung unserer Kinder gegenüber, die später vielleicht einmal unser Erbe antreten werden wollen dürfen, zumindest zu zeigen, dass sie auf der Matte präsent sind. Ich darf an die Kindertrainer übergeben. Von den Kindern, wer will, kann mit trainieren. Darf ich bitten? Wir haben hier unsere zwei Orangen, die sind aber jetzt aus dem Kindertraining schon raus, weil die einfach, wenn die vorankommen zu müssen, dann machen wir die Prüfung bei den Erwachsenen mit trainieren. Das ist ganz einfach so, irgendwann müssen die den Schritt ins Erwachsenentraining machen. Trotzdem schön, dass ihr hier seid. Moment, du kommst mit drauf? Nein, kann los. Was könnt ihr machen? Willst du mitmachen? Nein. Komm, ich mach mit. Das war großes Kind. Okay, ja. Also, dann stehen wir uns ab. Stehen wir jetzt auf hier. Gehen wir dann weiter auseinander. Könnt ihr jetzt vielleicht auch da drüben schauen, dass wir viel Platz nehmen. Da eine gute Fallschule im Aikido ist ja wichtig ist. Das kommt dann noch. Das macht noch keinen. Höchst wird er dann. Da eine gute Fallschule im Aikido sehr wichtig ist, gehört zu jedem Training dazu, dass wir uns aufnehmen, lernen, dehnen und die Grundzüge vom Rollen zu lernen. Viele kennen es in der Schule. Was wird in der Schule beim Rollen gelernt? Ja.
dann kommt der erst nach unten. Das kann ich auf so einem matten Boden ja machen. Aber auf einem harten Fußboden, wie es da hinten ist, oder auf der Straße, kann ich so nicht rollen. Dann haue ich mir einen Schädel an. Deswegen fangen wir immer an mit diesen Übungen, um zu lernen, wie man richtig über die Schulter rollt. Nämlich, dass der Kopf oben bleibt und nur die Schulter den Boden berührt. Und später kann man dann so rollen und kommt immer mit Knien wieder auf. Okay, machen wir zusammen. Und vergesst das Atmen nicht. Setzen wir uns in die Schneidersitz hin, Füße nach vorn, Rücken schön rund machen, rückwärts rollen gehört auch mit dazu, im Rahmen der Rückwärtsfallschule. Also wenn ich mich fallen lasse und mein Rücken gerade ist, dann lande ich hier wie eine Schildkröte auf dem Rücken und mein Kopf steht auf dem Boden auf. Das muss natürlich verhindert werden, deswegen Rücken rund machen, Arme bleiben hier und jetzt rollen. Einfach so. Mit dem Rücken rund. Okay, bitteschön, zusammen und atmen. Sehr schön. Und jetzt machen wir die ganze Rolle rückwärts. Linkes Bein nach vorn, rechten Arm auf die Matte. Die linke Hand geht hier an der Seite zum Kopf, schützt meinen Kopf. Und jetzt rolle ich nach hinten, da brauche ich gar keinen Schwung. Wenn ich sehr rund bin und meinen Rücken schön rund mache, brauche ich dazu überhaupt keinen Schwung. Sondern geht ganz langsam. Okay, bitteschön. So, Kräftigung habe ich mir von meinem Schwager im Judo was Kleines abgeschaut. Tom, wir machen es mit den Kindern und es macht immer unheimlich Spaß. Passen wir uns an den Oberarmen und jetzt muss der Partner mich über die Matte nach hinten ziehen. Ihr dürft gleich mitmachen. Bitte schön. Okay. Laufen alle durcheinander?
durcheinander laufen. So, René, wir hängen uns jetzt mal alte Linie beide einmal rum. Und die andere Linie einmal. Okay. Einmal rum. So, die Wirbel. Matthias, komm! Vorwärts auf dem Boden, steht wieder auf und lauft weiter. Zweimal Klatsche, geht auf den Rücken, steht wieder auf und lauft weiter. Also einmal klatschen, vorwärts auf dem Boden, zweimal klatschen, rückwärts. Auf geht's. Aber es ist eine große Herausforderung.
Eigentlich lassen sich jetzt denken, wir nehmen mal das Motiv, was jetzt vorhin aber ganz anders da ausgesehen hat, was Sensei Kant demonstriert hat. Uns ist bewusst, dass die eigentliche Techniken mit Kindern, die in der Wachstumsphase sind, nicht durchführen kannst, weil es einen Schaden am Körper nehmen würde. Was Kinder hier bei uns lernen, ist hauptsächlich so Kleinigkeiten, was in die Richtung der Selbstverwirklichung geht. Was mit Fallen zu tun hat, den Kontakt zum Boden zu bekommen. Ganz wichtig ist aber auch, Umgang miteinander zu lernen. Relaxed an die Sache heranzugehen, spielerisch an die Sache heranzugehen. Und mit René und Thomas haben wir doch Trainerteam erwischt, wo ich mich mal ganz herzlich bedanken möchte. Und in dem Zuge möchte ich gleich jemanden vorstellen. Thomas? Ja, ich möchte Peter ihn vorstellen, bitte. Peter, komm mal kurz rauf. Ich stelle dich kurz vor. Es ist unsere große Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Also, der Peter Ihl trainiert seit 43 Jahren Aikido beim Bossportverein in Nürnberg, wo auch Edmund früher trainiert hat. Und er betreibt seit vielen Jahren also das Kindertraining. Er ist sehr engagiert und er macht auch Freizeit, Kinderfreizeiten mit den Kindern und hat mir vorhin angeboten, dass wir auch unsere Kinder hier, die im Training teilnehmen, irgendwann, wenn es möglich ist, auf so eine Kinderfreizeit mitzunehmen. Im Moment, das möglich ist, also das voraussetzt. Ja, der Peter hat seit Kindheit, Gehirnhautentzündung gehabt und hat dadurch sprachliche Schwierigkeiten, auch mit dem Gehör. Aber er betreibt Aikido mit sehr großem Engagement und ist eigentlich sehr fleißig bei der Sache. Und Aikido ist halt Gefühlssache und es kommt halt ihm auch sehr zugute, dass er halt eben Aikido betreiben kann. Und in diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich für sein Kommen heute bedanken und wünsche mit ihm auch weiterhin Kontakt zu haben und vielleicht eben auch auf unserer freundschaftlichen Ebene auch Aikido betreiben zu können in Verbindung mit den Kindern und den Kindern. Und bedanke mich recht schön bei Peter und gerne auch bis noch zu erreichen. Ja. Und wir können jedes Mal noch haben schon vereinbart, dass wir uns in den nächsten zwei Kurzschlüssen werden bei WhatsApp. Ich habe es nicht gedacht. Aber die halten Kontakt und pflegen unsere Kontakte weiterhin. Ja, das war der offizielle Teil, was unser Dojo hier momentan anzubieten hat. Und wir möchten natürlich unseren Freunden und verbundenen Guru-Freunden die Gelegenheit bieten, ihre Kunst darzubieten. Und wir fangen nochmal mit Sensei Peter Ühling an, aus dem Dojo Regensburg, und unser Ehrenmitglied. Bitte schön. Ich denke, ich werde dieselbe Stimme praktizieren wie Sie in praktiziert wird, möchte ich nur einige wenige Kata aus der höheren Leistungsstufe zeigen und der Hauptteil wird dann der Thomas sein, eine traditionelle Partner Kata mit dem Schiff. Das ist das Schöne.
Thank you.
Recht herzlichen Dank an Sensei Peter Güden und Sensei Thomas Greg aus Regensburg, Leiter Dojo Regensburg. Wer das lernen möchte, ist bei uns an der Adresse auch richtig, aber keine Angst, wir nehmen keine Metallschwerter. Bei uns wird noch klassisch mit Holzschwerte-Partnerübung gemacht. Das erfordert viel Vertrauen einen Partner hinein und man sollte schon ein paar Jährchen mit dem Schwert verwendet haben. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil auch wenn es für Sie vielleicht aussehen mag, wie eingespielt und abgestimmt, es versetzt immer noch darauf voraus, dass der Geist wach ist, weil sonst passieren Unfälle. Und das gilt strikt zu vermeiden. Deswegen ist da eine ganze Abfolge von Etikette notwendig, bis man mit solchen Schwertern das dahin machen kann. Recht herzlichen Dank und schön. Wir bringen jetzt ein bisschen eine Abwechslung rein, etwas, was bei uns noch nicht angeboten wird, nämlich Shotokan-Karate und Goju-Ryu-Karate. Ich denke, ihr stellt euch selber vor und sagt selber was dazu. Bitte schön, die Marik hat euch. Okay. Ich muss damit was recht haben. Das ist
selber noch verschenken. Jeder, jeder. Entschuldigung. Schotokan, Rodrigo, Vadrio, Chitonio, in Jakob anerkannt sind und die sich dann wieder in kleinere Stilrichtungen verteilen. Wir haben jetzt auf dem Schotokan an, vorgeführt von Herrn Stranger und Alex. Sie gehört Kata, oder? Ja. Kata ist eine Formübung, ähnlich dem Schattenboxen, der festgelegte Reihenfolge von Übungen. Und in dem Fall ist normalerweise mit Nichu Shio! Show. Thank you.
die reine Formübung und dafür gibt es natürlich auch Anwendung für die einzelnen Techniken. Das sind das Thema. Herzlichen Dank an Matthias Spranger, Dojo in Lending und Shihan Wallace Wigelski aus München. Ich kann mich noch erinnern, ich kenne Smigelski Sensei Nobetsu. Und letztes Jahr war Kopenhagen, ne? Letztes Jahr war Kopenhagen. Wie alt ist das? 80 Jahre bei Sensei. Und wir waren abends in einer Abendgala beieinander gesessen. Und Sensei Nobetsu steht auf, geht mitten auf die Tanzfläche. Das war so halt Diskothek, halt Restaurant.
Anzug, Krawatte und hat dann sich hingestellt und hat die Atemkater gemacht. Das Gojo Rio. Also, man sollte mir glauben, aber Japaner verstehen auch Spaß. Und ja, es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was das für Sachen ist. Gut, als nächstes möchte ich die Bayreuther auf die Bühne bitten. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt den Namen nicht aussprechen kann. Und einfach das als Jujutsu hinzustellen, wäre, glaube ich, jämmerlich. Ihr macht es bitte selber. Okay, herzlichen Dank. Mach einfach, ich werde was dazu sagen, ich muss es schon wieder, oder wenn du gerne selber was sagen möchtest, kannst du es tun, ist auch kein Problem. Na, aber... Achso. War Meister in Schwertkunst und in Speer im Nagenjutsu. Und seit dieser Zeit wurde diese Kunst weitergegeben. Dieses Honta Yoshinryu ist eine der anerkannten Koryu. Koryu bedeutet eine sehr alte Schule, die also immer von einem auf den nächsten Großmeister übergeben wurde. Der Leiter, der jetzige Leiter unserer Schule ist Imoe Suke. Das ist also der 19. Großmeister dieser Tradition, der es von seinem Vater übernommen hat und seinen Sohn bereits im jungen Alter trainiert für die nächste Nachfolge. Honta Yoshinryu ist ein sogenanntes Sugi-Budo, das heißt, es ist ein Budo, das aus verschiedenen Disziplinen besteht. Die Grundlage ist Jujutsu, die Prüfungen, die von Soke abgenommen werden. Darmprüfungen sind auch Jujutsu-Prüfungen, das ist im vierten Darm. Danach kommt das Waffentraining bzw. die Waffenprüfungen dazu. Im regulären Training bedeutet es, dass wir ca. 70% Jujutsu-Techniken üben und 30% Waffentechniken. Waffen bedeutet im Honta Yoshinryu vor allem Langstock, Kurzschwert und Laserabwehr. Es gibt also 30 Grundtechniken und Jutsu, die dann offen sind. Kurze Techniken, dann zwar auch Kata genannt, sind aber nicht so lange wie die Karate-Kata, sondern es sind kurze Abwehrbewegungen im Prinzip und dann wieder zurück. Die ersten drei dieser Kata-Folgen, die auch die Prüfung des ersten, zweiten und dritten Namen, sind also nur 10 Techniken, die man da vorführen muss, die aber dann halt. Ja, dann fangen wir an. Das erste Vidyakono-Kata, eine Kata aus 10 Techniken, formalisiert. Thank you.
Nächste Karte, Okonokata, gemischte Techniken. Mm-hmm.
Ey! Thank you.
beide noch. Ich mache mich nur in der Arme, ne? Definitiv eine absolute Bereicherung bei uns im Verband. Man sieht hier ganz klar und deutlich, wie die Etikette in Form gewahrt wird. Und das war das, was damals nach dem Yasu Tokugawa die Führung in Japan übernommen hat, die Shogunat, und die Samurais sich mehr oder weniger, ich möchte es mal sagen, vom Raufbold und Streithengst zum Zivilisierer bewegt haben, um die ganzen Kriegskünste in der Form gebracht hat, erkennt man hier besonders klar und deutlich, dass selbst bei einer Übung hier die Kette ganz penibel, ganz explosiv auf Verbeugungen, Hochachtung, sich gegenseitig zu achten, darauf geachtet werden ist, oder auch Angriffe bis zu einem bestimmten Punkt vollzogen werden. Dann erstmal gestoppt wird und dann kontrolliert in einen Hebel oder in einen Hürger reingegangen wird, sieht man hier ganz klar und deutlich. In Jaido ist es ja im Endeffekt genauso, nur nicht so ausgeprägt wie jetzt bei euch, also ganz toll zu sehen. Ja, wir hätten jetzt noch vom Musa Shippenrio jemanden da, ich weiß jetzt nicht, ob er noch mit möchte oder nicht möchte. Also wir haben jetzt kurz was vorbereitet und dann drei Wochen eingemacht. Es ist ja so, wir wollen ja an jedem zeigen, also Musa Shippenrio ist eine neuere Zeit der Jaido-Form. In vielen Bereichen ähneln sich die Katas, aber dennoch kannst du selber noch was dazu sagen. Genau. Also in Musa Shippenrio gibt es auch diese drei Stufen. Shoden, Hokuden. Und dazu gibt es aber im deutschen Jaido-Bund oder im übergreifenden Ganze verantwortlich ist diese ZNKR-Formen. Ja, wurde sich zusammengesetzt und von 10, dann später 12 Formen, wurde sich geeinigt, die als Grundschule eigentlich weiterhin verwendet werden und für die Prüfungen auch ziemlich dann, glaube ich, mindestens. Und aus diesem ZNKR. Mache ich mal ein. Da war jetzt noch ein paar.
schön, wenn der wieder mal aufkommen würde. Ja, ich bin seit 20 Uhr. Das wäre schön. Weil wir haben unsere Orangenschule auch noch mit da, dann können wir die Küchenstätte machen. Das ist ja nicht alles verraten. Du wolltest ganz schnell dann kommen. Laut im Ring, dass wir mal
Kommen wir vor der Sanchin-Kampfkunstschule in Nürnberg. Wir hatten bisher so noch keinen Kontakt, eigentlich nur übers Internet. Aber wie gesagt, wir sind für alles offen. Jederzeit herzlich willkommen. Wir können auch mal was miteinander machen, sich gegenseitig austauschen. Ich denke, Sensei Lüdin ist da auch nicht ganz so interessiert dran. Also, man ist ja für alles offen, was im Übrigen alle Kampfkünste betrifft. Es ist ja das Spektrum, was wir im KWK abdecken wollen, dieses Miteinanderarbeiten zu planen. Haben wir jetzt noch irgendjemanden vergessen im offiziellen Teil? Nein, ich denke nicht. Wir sind durch. Ich möchte mich nochmal bei allen ganz herzlich bedanken. Was jetzt hier stattfinden wird, ist freies Training. Zuerst mit Sensei Monkan, also der noch sich im Aikido versuchen wird, kann den aus hier noch mitmachen. Ansonsten stürmt das Buffet, trinkt und feiert mit uns. Dankeschön. Thanks.
Nach oben. Wieder bitte. Willst du noch mal? Hey! Hey! Nee, ist einfach zu frontal. Wenn ich das hier, das kollidiert für dich. Geht's. Mit diesem Film. Nein. Dann das kann ich ihn werfen. Also wenn ich mir hier reingehe, passiert gar nichts. Steht auf das. Geht's. Nee. Und das ist genau das Gleiche, wenn er es hier hat. Ich gehe. Nein. Außen bringen.
Wasser und Schirung wieder. Zu dir aus. Ja, genau. Thank you.
Ja.
Thank you.